So. Ich hier oben das dann so mach. Verdammt. Man konnte doch Steindruckplatten machen, ne? Ja, da brauchst du aber, glaube ich, Cleanstone. Ach so, echt? Scheiße. Ich glaube, die waren mit Cleanstone. Warte, hier, komm her. Hast du noch welche? Ich habe Cleanstone noch dabei, was? Ah, ja. Super. Wie viel brauchst du denn? Also, wie viele Druckplatten? 8. Also, 8 Steine. So, hier, ich habe dir einfach mal da ein bisschen was hingereiert. Ja, danke. Sehr schön, sonst hätte ich mir schnell was einschmelzen müssen können. Hätten, täten, sollten. Ja. Haben wir. Jetzt kriege ich langsam einen Plan. Haben wir eigentlich schon erzählt, was das Dingens da macht? Das Dingens? Nee, hast du noch nicht erzählt, was du Dingens? Also, na, hier, was du da hingebaut hast mit der grünen Wolle? Achso, ja, ihr könnt ja mal versuchen zu raten, was es sein soll. Und da fehlt übrigens noch eine Lampe. Ja, ich hatte keine keine Dingens Lampen mehr. Ja. Keine Phaser. Also es hat eine Bewandtnis. Eine Bewandtnis, die man leider in diesem Spiel nicht so ganz darstellen kann. Aber man könnte drauf kommen, also beim letzten Mal, als wir es gebaut haben, ist jemand drauf gekommen, was es ist, dem wir es gezeigt haben. Genau. Vielleicht seid ihr auch einer von diesen. Von diesen intelli-klugen Leuten. Genau. Ihr seid so klug. K-L-U-K. Ja, klar. Klar, NP. So, wo habe ich das Zeug hin? Ich glaube am Keller. Ich muss noch ein Stockwerk tiefer. Nein, tu es nicht. So. Egal. Mach sie einfach kaputt. So. Das ist doch schlecht hier. Ich weiß nicht. Sag mir, dass ich die Dinger noch irgendwo was hab. Du hast die Dinger das noch irgendwo. Ansonsten muss ich dein Haus mal durchsuchen. Was suchst du denn? Das sage ich dir nicht. Das sage ich dir, wenn ich es gefunden habe. Was so? Ja, genau. Ich bin voll gut. Boah, das ist ja. Es braucht ja Massen. So, was habe ich denn hier drin in Zeug? Zeug? Ja, da habe ich wirklich Zeug drin. Alles mögliche Zeug, ey. Wie? Das ist doch gerade da eingefallen. Warum ist es da? Können wir das mal noch mit reinmachen? So. Gehen wir hier rüber. Backwaren. Backwaren. Ja. Großes Schweinefleisch. Seit Jahren wird das hier gelagert. Das ist gut abgehangen. Das ist noch wie neu. Muss ja noch mal kurz frisch aufgebacken werden. Oh, apropos frisch auf, apropos abgelaufen seit Jahren und so. Das habe ich jetzt gesehen, da, das fand ich absolut geil, dass es endlich raus ist, also dass es jetzt endlich anfängt. Der Dick Figures, ich weiß nicht, kennst du vielleicht? Hatte ich schon mal geschaut. Ja. Da ist ja jetzt der Film rausgekommen. Und wow. Das. Ein Film. Da haben sie über Kickstarter, haben die dann einen Film dazu gemacht. Okay. Also erklär das doch nochmal kurz für die Leute, die es nicht kennen. Also Dick Figures sind im Grunde so Strichmännchen, Red und Blue. Das sind so zwei Freunde praktisch. Erzählst du die Geschichte von diesen zwei Freunden? Eine YouTube-Serie. Eine YouTube-Serie, ja, genau. Und die beiden, davon gibt es jetzt einen Film auch mit dazu. Der eben, wie gesagt, über Kickstarter finanziert wurde. Sehr geil. Also sehr geil, dass es soweit alles geklappt hat, auch mit. Und das erzählt halt jetzt so ein bisschen dann eine größere Geschichte, wie die beiden sich halt so irgendwie aufmachen, um das legendäre Schwert des Schicksals zusammenzusetzen, damit Blue ein Geburtstagsgeschenk, also das perfekte Geburtstagsgeschenk, für seine Freundin Pink bekommt. Deswegen müssen sie sich jetzt praktisch auf den Weg nach Japan machen, um an diese epische Waffe zu kommen. Okay. Und ist der schon da? Wann wird er kommen? Der ist schon draußen. Oh, der okay. Also Englisch ist er schon draußen, ne? Und im Augenblick wird es halt immer weiter gesubbt von Jamondo Media. Also ist ja von Mondo Media, wird es ja hochgeladen, also das Zeugs. Mhm. Und über Jamondo Media, die subben das praktisch, ne? Also subben. Dubben. Übersetzen. Dubben war übersetzen. Wollte er sagen, genau.
Also Sub ist Subtitle, Dub ist mitsprechen. Genau. Dubtitle. Genau, ich weiß gar nicht, für was Dub genau steht. Weiß ich auch gar nicht. Ist vielleicht eine Abkürzung. Weiß übersetzt. Irgendwas übersetzt auf alle Fälle. Und das ist auf alle Fälle sehr episch. Auch so am Anfang irgendwie so von wegen dann, oh, wir haben seit Wochen unsere Strom, also seit Monaten unsere Stromrechnung nicht mehr bezahlt. Jetzt haben sie uns den Strom abgedreht, ne? Ist kein Wunder, Scheiße, wir haben noch so viel Zeug im Kühlschrank. Dann rennt er zum Kühlschrank. Das war alles aber schon lange abgelaufen. Dann fängt der fängt Red an, so aus dem Kühlschrank das ganze Zeug zu essen. So, oh, die Eier. Oh, die Mayonnaise. Und Blue steht dann daneben so, das ist alles schon abgelaufen, Mann. Und der haut so das ganze verderbliche Zeug noch so rein, was dann eigentlich eh schon alles dann schlecht ist. Übel. Ist sehr geil. Ja, aber da muss ich da ja ernsthaft mal wieder reingucken, also. Also wie gesagt, das wird im Augenblick immer mal wieder auf Germando Media hochgeladen. Kann ich nur empfehlen. Schaut mal rein. Ja, werde ich nachher tun. So, ich scoute mal in deinem Haus, ich suche nämlich gerade was. So, blauer Teppich ist irgendwie nicht so cool, oder? Mach pissgelben Teppich, Mann. Na, wobei, geht eigentlich. Wir haben nur nicht genug blaue Wolle. Das ist das einzige Problem. Scheiße, keine Wolle. Ich kann ja wieder mal Schafe abernten gehen. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Die sind alle bunt inzwischen, ne? Also... Da sind viele, viele bunte Schafe. wir können doch welche einfärben. Das geht auch. Woher kriegt man denn nur nochmal den blauen Farbstoff? Lapis Lazuli. Das stimmt. Da hat er recht, hat er. Da hast du bei dir im Haus jede Menge, aber blaue Schafe sind doch dabei. Ich weiß nicht, wie viele. aber da könnte ich mal gucken. Wobei, geh du doch gleich erstmal gucken, ob es überhaupt gefällt. Das gefällt mir nicht. Okay. Zweifelsfalle. Dann bauen wir es hin. Hey. Ignoriere meine Meinung nicht, du Penner. Weil ansonsten weiß ich nicht so richtig, was da noch reinpassen könnte. Also guck einfach mal, oben so, in der Küche dann, wenn du mal Zeit findest. Am besten jetzt. Ja, ich bin gerade bei dir im Haus rausgekommen und hab die Tür offen gelassen. Gut, vielleicht ich musste jetzt rein. Vielleicht kommt dir jemand rein. Was, du musst rein, dann geh ich nochmal zurück und mach zu, damit du aufmachen musst wieder. Also, wenn dann hellblau. Wolle, meine ich. Wie macht man hellblau? Boah, ich kann mit den Farben, oder komme mit den Farben gerade gar nicht mehr klar. Hellblau, weiß ich nicht mehr. Knochenmehl und Knochenmehl und Blau, Lapis Lazuli? Könnte sein. Vielleicht, keine Ahnung. Google doch gleich mal. Ich kann gerade nicht googeln, ich muss gerade gucken, hast du gesagt. Ja, genau, mach das dann erstmal und dann google doch mal. Sonst schlägst du mich wieder. Weil wenn ich jetzt den Internet Explorer, also den Explorer da aufmache, ich benutze keinen Internet Explorer. Dann seht ihr nämlich die ganze Zeit UVs Porno verlaufen, ne? Und das ist halt uncool. Nein, das würdet ihr nicht sehen, aber ihr würdet gleich erstmal hören, wie 12.000 YouTube-Videos eingehen. Weil seitdem ich ja kein Internet hatte. Du hast irgendwas von blauem Boden gesagt. Ja, aber nicht bei der Küche, sondern bei der anderen Seite. Achso. Ich musste erstmal ganz viele YouTube-Videos nachholen, wollte ich erzählen. Ja, okay. Wurde zur Kenntnis genommen, YouTube-Videos nachholen. Genau, war wichtig, musste ich machen. Ja, weil wer kennt das nicht, ja? YouTube-Videos sind wichtig zum Gucken. Ja, das finde ich okay. Blau ist gut, ne? Mhm. Auch die Küche gefällt mir so. Ja, und du hattest recht, Knochenmehl und Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Lapis. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Lapis. Und mein Nachname Lazuli. 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 Um Ihnen zu bringen ein bisschen Liebe. Wolle? Nein, oh, mir geht die Wolle auch aus. Nein, nicht Wolle. Liebe. Wolle, Liebe. Wolle, Liebe kaufen. Was? Moment. Ups. Zack, zack. Und ich hatte auch mal irgendwo Schere. Schön. Ich habe sogar noch ein Diamantenschwert. Cool. Cool. Also es kann nicht sein, dass ich ein bisschen Material versemmel, ne? Was? Was machst du da?
So. Geht da was Halbes? Ja, okay. Da geht was Halbes, da geht was Ganzes. Was machst du denn da gerade Schönes? Wenn du Materialien versammelst? Tiere. Mit Tieren? Moment, jetzt muss ich aber wirklich trotzdem mal, jetzt muss ich trotzdem mal raus, jetzt muss ich trotzdem mal schauen, wie das ging. Im Zweifelsfall geht's nicht. Doch, das geht garantiert, das weiß ich nämlich. So. Minecraft Wiki. Was machst du denn da Schönes? Ich will's wissen. Ich suche Porno-Downloads, Minecraft-Pornos. Ich würde wetten, sowas gibt es sogar. Wahrscheinlich. Das wäre krank. So, ja, nee, das suche ich aber nicht. Nee, Moment, google doch mal. Minecraft Porn Edition. Nee, das Blöcke hier. Ja, ich suche schon mal was für Blöcke, ja. Es wird aha. Das ist in Minecraft ja selten. Muss man sagen. Blöcke? Ja, es ist. Ja, das ist schon nicht so häufig vertreten. So, jetzt brauche ich aber noch. Ich geh mal Kühe füttern, so nebenbei. Nee. Yeah. Wo ich schon mal hier bin. Nee, das kommen keine Kühe füttern, was soll denn das? Hallo Kühe. Mach mal. Hallo Juvi, ich mein. Ich glaube, ich habe der Kuh gerade eine Fackel in den Arsch gesteckt. Sorry. Ah, okay, so war das. Okay, was? Schweinchen? Irgendwie gefallen mir unsere Ställe auch nicht mehr. Da müssen wir auch nochmal dran arbeiten. Also zumindest für die Schweine und so. Achso, die kann man dann nur wieder zusammensetzen. Okay, alles klar. Ja, das ist eine Schweinegrube. Die ist eigentlich okay. So Schweinegruben, die gehören so. Die Schweine können dann nirgendwo rein. Irgendwie müssen wir da nochmal ein bisschen irgendwann mal was dran machen. So ein Schwein, das muss auch nicht unbedingt irgendwie in, ne? Irgendwo rein dann. Ach ja, genau, ich wollte ja erstmal hier. So. Genau. Muss ich mal schauen, wie viel brauche ich da? 2. Nee. 4. 8, 12. Boah, 16. Boah, irgendwie haben wir auch viel zu viele Schafe. Was machen die denn hier alle? Geht ja erstmal alles drauf dafür. Mist. Die machen lieber den ganzen Tag hier. Das ist die Porno-Schaf-WG. So, dann gehen wir mal zurück. Hui, hui. So, vielleicht, nee, dann müssen wir schon da lassen, weil das da unten sieht man dann auch. Ich will wissen, was du da machst. Komm, jetzt einfach gucken. Nein, Mann. Wir haben ich muss eh nochmal farmen gehen dann. Was willst du denn machen? Halt uns doch nicht so auf dem spannenden. Ach klar, Ding hallo, hier. Das ist hier Spannungsaufbau. Und ob ihr, und was man alles baut, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Yay! Yay! Und jetzt muss aber auch passend hier die Folge beendet werden. Schnitt! Juvi. Schnitt.